Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Kiko Holiday Gems Advent Calendar. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der Kiko Adventskalender hat, ich glaube, 39,99 gekostet und es gibt ihn Stand jetzt immer noch zu kaufen. Und ich schreibe euch aber alles unten in die Infobox, falls es den noch gibt, setze ich euch auch noch einen Link rein. Ich muss den eben zusammenpuzzeln, denn es ist mir alles rausgeflogen. Es ist ein Boxen-Adventskalender und ja, hier löst sich auch schon das Vieh. Es ist wirklich relativ günstig verarbeitet, aber wir reden von einem Make-up-Adventskalender mit dekorativer Kosmetik für 39,99. Das bekommt man nicht so easy peasy auf dem Markt, ne? Weil wir haben 24 Boxen hier drin und da bin ich super gespannt, was sich hier drin verbirgt, weil Kiko ist so eine mittelpreisige Marke, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Also nicht günstig, aber auch nicht super teuer. Es ist schon wieder passiert. Aber ihr habt ja gesehen, wie er aussah, ne? Schade. Okay, ein paar Zahlen sind rausgefallen. Die lege ich jetzt vor mich hin. Aber wir starten jetzt mal mit der Nummer 1. Das sind halt alles wirklich super leichte Boxen, ne? Okay, das erste, was wir hier drin haben, ist eine Refreshing and Energizing Face Mask mit 15 ml. Das ist mit Matcha-Tee, Aloe und Gurke. Genau. Und das ist so ein Rausdruckvieh. Übrigens gibt es in diesem Video auch eine Verlosung, ne? Habe ich eben nicht gesagt. 5 Produkte aus dem Adventskalender werde ich verlosen. Alles, was es zu gewinnen gibt, sage ich am Ende des Videos, weil ich weiß ja noch nicht, was drin ist. Und was du tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Genau. Jo, eine Gesichtsmaske. Ich weiß nicht, was es für eine ist. 10 Minuten drauflassen und dann abwaschen. Mhm. Energiespendende Gesichtsmaske und erfrischend. Okay, dann entnehme ich mal die Nummer 2. Hier haben wir ein Fusion Lipstick. Okay, 3 Gramm sind hier enthalten und das ist die Farbe 407. Machen wir mal auf und gucken, welche Farbe das wirklich ist, die 407, ne? Okay, es ist so eine rote Farbe. Ich habe gesagt, rote Lippenstifte behalte ich nicht, auch wenn das wirklich schön aussieht. Du hast hier oben was Mattes, hier unten was Glänzendes. Es fühlt sich auch recht hochwertig an, also schwer. Es ist oben aber leider schon eingeditscht, ne? Naja, aber es ist eine schöne Farbe. Also so ein Zwischending zwischen Rosenholz, Move und Nude? Keine Ahnung. Weiter geht es mit der Nummer 3. Die ist so lang. Also entweder ist es also das kann natürlich sein, so ein Stift ist es, ne? Ja. Das ist der dazu passende Lip Liner, finde ich ja cool, in der Farbe 507. Ja. Und das ist auch wieder Full Size. Krass. Und die Farbe, die passt ja 1A, ne? Ja, ist jetzt hier nicht abgebildet, aber das ist halt so ein schöner, wie eben schon gesagt, Zwischending zwischen Move, Rosenholz und Nude. Und Rot ist da auch irgendwie mit bei, keine Ahnung. Die Nummer 4. Wieder so ein längliches Teil, aber relativ schwer. Hm. Irgendwas rappelt da drin. Lip Brush, geil! Entschuldigung. Die Nummer 300, das ist ein Lippenpinsel. Oh, wie schön. Also sieht jetzt nicht unbedingt hochwertig aus, um ehrlich zu sein, weil da doch das ein oder andere Härchen absteht, aber ich mag ja gerne die Farbe, ne? Sieht richtig schön aus. Es ist nach vorne dann sehr, sehr spitz und flach, aber das brauchst du ja nicht nur als Lippenpinsel. Du kannst es auch nehmen, um dir damit eine Cut Crease zu ziehen oder um dir Pigment hier drauf zu tapern oder so. Du kannst ja sehr präzise mitarbeiten und das finde ich cool. Dann kommen wir mal zum Tag vor Nikolaus zu der Nummer 5. Hier haben wir auch wieder ein Stiftform-Ding drin. On the Go Eye Marker. Das wird ein Eyeliner sein. Und zwar in Schwarz. Ja, das ist dieser hier. Farbe ist die 01. Und das ist einfach ein Filzstift-Eyeliner. Sowas mag ich gerne. Oh, der malt auch schön dunkel schwarz. Das gefällt mir. Nikolaus, die Nummer 6, ist bestimmt ein Lippenprodukt, oder? So wie sich das anfühlt, das ist so ein ganz knallroter Lippenstift oder sowas. On the Go Mascara, ja cool, das finde ich toll. 5,5 ml sind da enthalten. Kann das sein, dass man mit diesem Adventskalender ein Full Face schminken könnte? Mal abwarten. Die Nummer 7 ist auch wieder sehr leicht.
Und hier haben wir drin ein On-the-Go-Kajal. Ja, irgendwer mag total gerne Kajalstifte. 0,73 Gramm sind hier enthalten. Und es ist halt ein klassischer schwarzer Kajalstift, wie wir ihn einfach dieses Jahr in so vielen Adventskalendern finden. Also man kann sich ja mittlerweile kaum noch davor retten, oder? Die Nummer 8 ist auch wieder sehr leicht. Also der ganze Adventskalender ist ja relativ leicht, weil es halt ein dekorative Kosmetik-Adventskalender ist. Aber natürlich haben wir hier auch Filmmaterial mit drin. Es gibt Leute, die sich tierisch über Pinzetten freuen. Ich tue es einfach nicht. Ne? Es ist immer noch besser als eine Nagelfeile, Invisibobble, nachgemachte Haargummis oder Scrunchies. Ja, definitiv. Aber ja, hier haben wir halt eine ganz, 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 ganz kleine Pinzette drin. Ne? Kann man mögen. Tue ich aber nicht. Die Nummer 9. Ah, komm, jetzt zwei Filmmaterialprodukte hintereinander finde ich jetzt schon ein bisschen schwierig. Das ist einfach so ein Handspiegel. Ja. Die Nummer 10. Jetzt hauen sie raus. Ja, das sind so Glitzersteinchen. Zum Aufkleben. Nice, aber nein. Drei Füllmaterialprodukte hintereinander ist nämlich echt ein Overload, Leute. 11. Die erste Schnapszahl ist ganz schön schwer, verhältnismäßig. Wir haben hier drin ein Smart Color Blush. 6 Gramm sind hier enthalten. Was heißt Smart? Ist jetzt irgendwie sowas, was man sich selber zusammenbasteln soll? Nein, es ist ein wirklicher Blush. Okay, und es ist auch eine schöne Farbe. Okay. Dann gucken wir uns das mal an. Es ist ein schöner, tragbarer, erdiger Ton fast schon, ne? Mag ich gerne leiden. Es ist jetzt nicht so, als hätte ich nicht schon diese Blushfarbe irgendwo. Aber, ja, die Kiko Blushes sind jetzt nicht so ultra krass pigmentiert, ne? Die kann man auch nehmen, wenn man es etwas dezenter haben möchte. Aber es ist schon ein schönes Tönchen. In der Nummer 12 haben wir natürlich die Halbzeit. Da bin ich gespannt. Vielleicht wieder ein Lippenprodukt? Nein, ein Nagellack. Och, das ist schön. Mini-Nail-Lack hat 3,5 Milliliter. Und hier haben wir so ein Glitzervieh. Nö, eine Farbbezeichnung gibt es hier nicht. Aber das ist so ein schönes, ja, Champagnergold. Ich weiß nicht, wie ich das benennen soll. Oder Weißgold, so sieht das ein bisschen aus. Das ist eine schöne Farbe. Die habe ich so auch noch nicht da. Und das soll was heißen. Mittlerweile. Die Nummer 13. Da könnte jetzt vielleicht ein Bronzer oder ein Highlighter drin sein. So schwer ist, ja. Nee. Ein Lidschatten. Okay. Color Eyeshadow Smart 1,8 Gramm haben wir hier enthalten. Das ist auch wieder ein sehr gefälliger Ton. Ich persönlich mag aber nicht gerne Monolidschatten, bin ich ja ehrlich. Und deswegen wird er auch nicht bei mir bleiben. Ist aber so ein schöner Champagnerton, den man gut nehmen kann zum Highlighten oder für unter der Augenbraue. Oder. Also da kannst du halt viel mitmachen. Deswegen, das ist auch ein schöner Ton, den ich jetzt natürlich auch schon in mehreren Paletten drin habe. Aber, ne, auf jeden Fall ein gutes Produkt. So, wie soll ich das sagen? Ist halt irgendwie cool. Die Nummer 14. Hier haben wir wieder einen Lippenliner, einen Lipliner. Und zwar mit 0,9 Gramm Smart Fusion Lip Pencil Nummer 516. Das ist so ein weinroter Ton. So schaut der aus. Auch den könnte man mit dem Lippenstift auf jeden Fall kombinieren. Oder halt mit einem roten Lippenstift, den wir vielleicht im Adventskalender gleich finden werden. Die Nummer 15. Hier haben wir doch jetzt bestimmt den Lippenstift drin, der zu dem Lipliner passt, oder? Würde mich jetzt nicht wundern, wenn nicht. Fusion Lipstick in der Farbe 416. 3 Gramm sind hier enthalten. Ja, das dürfte dazu passen. Ja, genau. So schaut die Farbe aus. Und das dürfte dann passend zum Lipliner sein. Ich drehe es auch noch mal raus, ne? Genau. Die Nummer 16 fühlt sich an, als wäre nichts drin. Und da sind bestimmt wieder irgendwelche Nagelsticker oder sowas drin. Wundervolles Füllmaterial, natürlich. Das sind Mattifying Blotting Papers. Und hier sind 50 Stück drin. Jo, kann man gebrauchen, ne? Freue ich mich jetzt nicht so tierisch drüber. Kiko Milano hat so wundervolle Produkte im Sortiment. Warum hauen die da nicht mehr von raus, hier in diesem Adventskalender? Frage ich mich gerade echt. Die Nummer 17 ist echt groß, aber super leicht. Also als wäre da fast nichts drin, ne?
Ja, okay, das ist cool. Das sind Energizing Eye Patches. Die haben ja auch diese Pflegelinien und die sind eigentlich ganz gut. Das habe ich auch schon mal ausgetestet, ne? Das sind diese hier. Die sind, also die hatte ich als große Gesichtsmaske, ne? Die ist ein bisschen trockener gewesen, also trockener als ich dachte. Aber sie war ganz okay. Genau. Ja, und hier haben wir halt Eye Patches drin. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich mit dem Adventskalender echt ein Full Face irgendwie zaubern könnte. Aber wenn ich mir das so angucke, was jetzt hier aufeinanderfolgend so kommt, nein. Die Nummer 18, auch die fühlt sich an, als wäre nichts drin. Also gut verteilt ist das ganze Füllmaterial hier drin echt nicht, ne? Das ist ja echt blöd gemacht. Okay, was ist das? Nagelfeilen. Und zwar sind das solche, die du so abklipsen kannst, also abreißen kannst. Ja, ja, ist hübsch, ist wirklich hübsch. Ist auch extra für den Adventskalender designt. Das ist wirklich alles schön im Design. Das passt, das ist nice, das passt, das ist schön. Aber das muss doch nicht sein. Oder? Ich weiß nicht. Muss das sein? Die Nummer 19. Hier haben wir bestimmt wieder Nagellack oder einen Lippenstift drin, weil die relativ schwer ist. Ein Nagellack, klar. Ein klassisches Rot, 3,5 Milliliter. Ist auch eine schöne Farbe, ne? Ein schönes Kirschrot. Kann man wohl mal haben. Die Nummer 20 ist relativ schwer. Wir sind im 20er-Bereich. Vielleicht befindet sich hier ein Bronzer drin oder ein Highlighter. Hä? Nein. Wir haben hier noch einen Blush drin. Seid ihr doof? Okay. 6 Gramm, die Farbe Nummer 05. Die ist natürlich sehr, sehr rot, ne? Ich finde die, die ich jetzt hier schon geswatcht habe, irgendwie schöner. Ja. Warum? Warum macht man da jetzt einfach noch einen zweiten Blush rein? Das kommt nicht in meinen Kopf. Also da wäre jetzt cool gewesen. Also entweder ist in den nächsten Sachen was richtig Geiles drin oder wir haben da am Ende eine Face-Palette oder sowas drin. Oder die haben sich da einfach nichts bei gedacht. Weiß ich nicht. Die Nummer 21. Hier haben wir noch einen Lidschatten drin. Color Eyeshadow. Oh. So ein dunkles, schimmerndes Braun. Oh. 1,8 Gramm ist natürlich auch eine gute Größe. Mono-Lidschatten ist nicht so ganz mein Ding. Die Nummer 22 und auch hoffentlich die Nummer 23 beinhalten Pinsel, weil die so schön lang sind. Das wäre doch nett. Was ist das denn für ein Pinsel? Color Kajal. Nee, noch ein Kajal? Wir hatten doch schon ein Kajal. 1,05 Gramm sind hier drin. Hä? Wir hatten doch eben schon Kajal. Hä? Das hier war ein On-the-Go-Kajal in Schwarz. Und das hier ist ein Color Kajal. Kajal. In 05. Hä? Matauchi. 1,05 Gramm. Hä? Ich guck mal eben, das müsste doch auch... Ja, das ist auch schwarz. Das sind zwei Kajalstifte, zwei Blushes. Ihr habt doch einen Lattenschuss, Leute. Mann. Entschuldigung. Die Nummer 23. Was sind das für witzige Menschen? Shading Brush 202. Sehr schön. Ich liebe Pinsel. Ist immer gut, wenn brauchbare Produkte hier drin sind. Dann freut Claudi sich. Und der ist schön. Das ist halt einfach so ein Pinsel, mit dem kannst du schön auch Pigmente aufnehmen. Ne? Auch so Schimmerkram und so. Der ist ganz gut. Der ist fest vorne gebunden. Sieht auch sehr wertig aus. Das gefällt mir. 24. Leute, ich glaube, hier ist ein Schwamm drin. Hört man das? Ich will es gar nicht aufmachen. Yay. Es ist ein diamantförmiger Schwamm. Da geht die Post ja richtig ab, Leute, ne? Ist schon hübsch, definitiv, ne? Kannst auch präzise bestimmt mitarbeiten, aber... Ne, 24? Mann. 5 Produkte habe ich mir zur Verlosung rausgesucht. Das sind diese wundervollen Nagelfeilen. Entschuldigung. Dann der Lippenstift in der Farbe 416, der so mehr in das Rötliche geht, zusammen mit dem dazugehörigen Lip Liner selbstverständlich. Dann den Kajalstift hier in groß und den roten Nagellack. Alles, was du dafür tun musst, um in der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Ich muss den gleich noch zusammensetzen wieder, weil es ist natürlich ja alles wieder durcheinander gekommen. Aber gut, ja, das war ja nun der Kiko Adventskalender. Die hätten so viel besser machen können, oder? Und die hätten uns alle so glücklich damit machen können. Und was haben sie gemacht? Blödsinn haben sie gemacht. Naja, nicht komplett Blödsinn. Es waren schon coole Produkte mit dabei, aber es war jetzt nicht so mega umwerfend, wie man sich das erhofft hätte. Also von daher eher so,
Lala. Für 39,99 ist es okay, finde ich. Also dafür Daumen zur Seite. Nicht nach unten, nicht nach oben. Daumen zur Seite hat er wirklich verdient, denn er ist halt einfach auch relativ günstig. Ist aber ziemlich blöd aufgeteilt, ne? Mit diesen Füllprodukten, das muss man nicht verstehen. Aber gut, das war er nun und ich würde ihn jetzt so eigentlich nicht unbedingt empfehlen. Jo, und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!